Das jetzt vorgelegte Landesentwicklungsprogramm ist eine einzige Enttäuschung. Wir haben da zwar hehre Ziele, gleichwertige Lebensbedingungen, Wirtschafts- und Arbeitsangebote in allen Regionen Bayerns. Aber wie diese Staatsregierung das erreichen will, das bleibt im Dunkeln. Und deswegen lehnen wir diesen Entwurf rundherum ab. Es fehlen Aussagen, wie die Verkehrsinfrastruktur sich entwickeln soll. Wie soll es aussehen mit dem Schulnetz, mit einem Behördennetz über ganz Bayern? Wie sollen die Betreuungseinrichtungen für Kinder, Jugendliche im Übrigen aussehen? All diese Fragen, die für eine Gesamtentwicklung Bayerns so entscheidend sind, sind nicht beantwortet. Deswegen kann dieses Landesentwicklungsprogramm nach unserer Einschätzung nicht in Kraft gesetzt werden.